Jo Leute, jetzt geht's noch ins Training. Kurz einmal alles so durchpumpen. Jo Leute, ich bin jetzt durch mit dem Training. Erinnert ihr euch noch dran, damals, als man einfach so ins Gym gehen konnte und trainieren konnte? Das waren noch Zeiten. Naja, noch haben wir nicht die Zeiten, einfach so ins Gym gehen können und trainieren können, und deswegen zeige ich euch heute die meiner Meinung nach zwei heftigsten und anstrengendsten und gleichzeitig effektivsten Bauchübungen für zu Hause. Also diesmal wirklich nicht so die effektivsten Bauchübungen für zu Hause und wie viele Bauchübungen es auch da draußen gibt, und dann lernt ihr nur so ein paar Standard-Crunches. Darum geht es heute nicht, sondern ich zeige dir wirklich zwei Übungen. Zwei, die wirklich ordentlich reingehen. Die sind auch ja nicht für jedermann vielleicht, und ihr schafft vielleicht auch nicht sofort jede Wiederholung, vor allem nicht in der perfekten Ausführung. Aber was soll dieser ganze Kindergarten, der manchmal da an Home-Workouts aktuell auf Instagram ist. Also lasst uns loslegen. Okay Leute, also wir fangen direkt an. Die Übung, die wir als erstes machen, ist in der Rückenlage und imitiert sozusagen diese Übung, wo ihr euch hier so aufstützt im Gym und die Beine immer anhebt. Die machen auch schon super viele falsch, aber darum geht es jetzt nicht. Denn ich zeige euch halt eine Alternativübung, wie ihr sie zu Hause am Boden trainieren könnt. Also ganz einfaches Spiel. Ihr legt euch auf den Rücken, die Arme sind links und rechts neben dem Körper, die Beine im 90 Grad Winkel. Und jetzt stellt ihr euch vor, die Beine sind wie eingegipst, okay? Das heißt, die können sich nicht mehr bewegen. Und von hier aus versucht ihr jetzt das Becken und den unteren Rücken abzuheben. Und zurück. Zack. Zurück. Zack. Zurück. Diese Übung ist wirklich richtig, richtig schwer. Also ich zitter sogar schon, wenn ich die mache in ein paar Wiederholungen. Und euch wird es mit Sicherheit nicht anders gehen. Ganz, ganz wichtig, ohne Schwung. Wir arbeiten nicht so, sondern ganz bewusst aus dem Bauch kontrahieren und hochziehen. Das bedeutet wirklich zack, zack, und auch langsam zurückführen. Nicht ruckartig fallen lassen, sondern wirklich langsam und kontrolliert zurückführen. Dann habt ihr super effektives Workout für die untere Bauchmuskulatur und macht davon ein paar Wiederholungen richtig schön sauber. Ihr werdet die, wenn ihr sie richtig macht, ab der ersten Wiederholung spüren, versprochen. Sie ist wirklich mega, mega anstrengend effektiv, wenn ihr sie richtig macht. Wenn ihr sie nicht richtig macht und Fehler macht, dann ist das Ganze ja nicht so effektiv. Dann ist das so ein bisschen Spielerei, immer hochspringen, hochwippen und so weiter. Okay, die zweite Übung, die ich euch zeigen möchte, ist eine Abwandlung der Yoga Plank aus Breakletics oder Hit the Beat. Ihr müsst natürlich dafür eine Plank können, das heißt, deswegen ist sie ein bisschen fortgeschrittener. Zwei, aber nicht unmöglich. Wir starten in der Plank-Position. Schulter sind über den Handgelenken, ihr greift aktiv in den Boden rein. Und jetzt, ich zeige es euch einmal aus beiden Perspektiven, zieht ihr ein Knie nach vorne. Das bleibt hier. Von hier hebt ihr jetzt das Knie sozusagen hoch. Und runter. Runter. Ich zeige es euch einmal von der anderen Seite. Geht hier ran und das Knie bewegt sich immer in dieser Linie, hoch und runter. Das heißt, jetzt hier. Und die Übung ist anstrengend, weil ihr den Bauch kontrahiert. Die ganze Zeit. Viel effektiver als ganz normale Crunches. Ich zeige es euch nochmal. Hier vorne, tack. Und ihr hebt wirklich den Po hoch Richtung Decke und habt dadurch eine extrem starke Kontraktion in der Bauchmuskulatur. Und außerdem habt ihr gleichzeitig noch Spannung im ganzen Körper. Das heißt, ihr verbrennt auch noch
mehr Kalorien bei dieser Übung, weil letztendlich ist es ja für ein Sixpack entscheidend, wie viel Kalorien verbrennst du, wie viel Fett verbrennst du, wie viel Fett geht von deinem Bauch runter, damit dein Sixpack sichtbar wird. Ja, ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen geholfen und neue Perspektiven gezeigt, wie du deinen Bauch zu Hause trainieren kannst. Ganz einfach, wenn ihr euch jetzt fragt, was für Trainingsmethoden soll ich nehmen, macht 3 Sätze, macht jedes Mal so viel, wie ihr könnt. Und glaubt mir, ihr habt einen heftigen Muskelkater. Ihr könnt das Ganze auch statt auf Wiederholung auf Zeit machen. Zum Beispiel 3x1 Minute jede Übung. Ohne Hektik, sondern schön kontrolliert. Es geht wirklich bei diesen Übungen darum, dass du die Übung kontrolliert machst. Nicht einfach drauf los und so viele Wiederholungen wie möglich ballern, sondern schön kontrolliert. Qualität der Bewegung statt Quantität. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen geholfen. Abonniert diesen Kanal, seid mit Teil der Family. Und schreib mir in die Kommentare, wenn du abonniert hast, damit ich dich herzlich willkommen heißen kann auf diesem Kanal. Übrigens, was haltet ihr von der Idee, diese Wand hier im Hintergrund zu streichen? Und zwar dunkel, so wie in diesem Zimmer. Ich habe diese Wände damals so gestrichen, weil ich dachte, okay, ich bin weiß und brauche einen dunklen Hintergrund. Und das ist ein schönerer Kontrast einfach. Und irgendwie feiere ich diese dunkle Farbe mega, auch wenn sie die Räume enger macht. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Wand streichen möchtet. Ich kann richtig schlecht streichen, das sieht man auch an den Wänden. Aber ja, dann können wir zusammen mal eine Wand streichen. Gebe ich euch ein perfektes Streich-Deine-Wand-Do-It-Yourself-Tutorial. Naja, auf jeden Fall, Leute. Bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß mit den 2 Übungen. Probiert sie gerne aus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.